Herzlich willkommen zur 11. Vorlesung Einführung in Operations Research. Wir machen weiter mit dem Thema Flussprobleme und in dieser Vorlesung geht es nur um einen speziellen Algorithmus, der den Algorithmen, die wir bisher hatten, überlegen ist. Es geht also um das gleiche Problem, das Max-Flow-Problem in einem Netzwerk mit Quelle und Senke. Und wir hatten zwei Algorithmen, den von Ford Falkerson und von Edmund Karp, wobei der zweite eine Modifikation des ersten war. Und heute geht es um den Algorithmus von Dinitzsch. Den werden wir als Algorithmus einmal formulieren, das werde ich zeigen. Und der wesentliche Teil der heutigen Vorlesung ist das am Beispiel zu sehen, weil der Algorithmus ist deutlich komplizierter, wenn man ihn aufschreibt, weil er einen Hilfsgraphen benutzt. Und das ist ganz sinnvoll, sich das an einem einfachen Beispiel mal klarzumachen, wie er funktioniert. Ja, und es macht auch Sinn, sich dieses Beispiel öfters mal anzugucken. Und wir beschäftigen uns dann am Ende noch mit dem Aufwand, wobei wir das nur in Skizze beweisen werden, wie groß der Aufwand. Ja, hier sind die Lernziele dazu. Und das ist natürlich erstmal den Algorithmus von Dinitzsch erklären zu können und vor allen Dingen mal ein Beispiel durchführen zu können. Im Algorithmus wird, wie gesagt, ein Hilfsgraph benutzt, das ist der sogenannte Schichtgraph und das Konzept sollte verstanden sein. Die Aussage über die Komplexität sollte bekannt sein, ja, und auch die Beweisidee, die ist nicht so besonders schwierig, wie man auf diese Komplexität kommt. Und dann geht es darum, das natürlich auch einzuordnen mit der Komplexität der bisherigen Algorithmen. Ja, ich beginne mit dem Algorithmus und ich beschreibe ihn erstmal. Wie gesagt, er ist etwas komplexer. Deswegen kann man ihn gut am Beispiel verstehen, was wir auch gleich im Anschluss machen werden. Ziel ist also wieder, das Max-Flow-Problem zu lösen, einen maximalen Fluss zu berechnen und vorausgesetzt wird, dass ein zulässiger Fluss von S nach T im Graphen vorhanden ist. Und der erste wesentliche Schritt ist die Konstruktion eines Hilfsgraphen, des sogenannten Schichtgraphen. Der besteht aus den Knoten des ursprünglichen Graphen und aus Kanten. Und die Kanten jeweils hängen von dem Fluss, der in der entsprechenden Iteration vorhanden ist, ab. Deswegen hat die Kantenmenge hier den Index f. Also ich beginne mit dem zulässigen Fluss und daraus konstruiere ich einen davon abhängigen Schichtgraphen. Und in jeder Iteration oder Phase nennt man das auch, verändert sich der Fluss und damit verändert sich auch der Schichtgraph. Und das, was ich zuerst tue in dem Graphen, ist, ich bestimme die sogenannten nützlichen Kanten. Das heißt, ich gucke mir die Kanten an oder ich markiere die Kanten oder zeichne sie ein zwischen den Knoten, wo die Kapazitäten noch nicht erreicht sind. Und zwar, wenn die obere Kapazität nicht erreicht ist, wenn also xij kleiner als cij ist, dann ist das eine nützliche Vorwärtskante und ich zeichne im Graphen eine Kante von i nach j. Wenn die untere Kapazität nicht erreicht ist, dann zeichne ich eine Kante von j nach i. Das heißt, dann kann ich eine Rückwärtskante benutzen. Oder diese Kante kann ich dann als Rückwärtskante benutzen. In diesem Graphen der nützlichen Kanten, den ich jetzt erhalten habe, markiere ich oder berechne ich die Entfernungen, und zwar die Entfernungen von der Quelle zu dem jeweiligen Knoten J, der in diesem Graphen enthalten ist. Das heißt, ich gucke mir an die Anzahl der Kanten im kürzesten Weg von S nach J und die schreibe ich mir für jeden Knoten auf. Das sind die Zahlen UJ und diese Zahlen gucke ich mir jetzt an und gruppiere die Knoten in die einzelnen Schichten. Ich gucke mir also die Knoten an, die ich von S in 0 Schritten erreichen kann. Das ist S normalerweise selber. Dann gucke ich mir die an, die ich mit einer Kante im Graphen dieser nützlichen Kanten erreichen kann und so weiter und so weiter. Das sehen wir nachher am Beispiel. Und der Schichtgraph besteht jetzt aus allen nützlichen Kanten zwischen zwei aufeinander folgenden Schichten. Die entscheidende Frage ist jetzt hier Schritt 1,5. Ist die Senke t im Schichtgraph von S erreichbar?
Wenn das der Fall ist, dann setze ich im Schichtgraph, definiere ich mir Kapazitäten und zwar, wie hier angegeben, die untere Kapazität, LIJ quer ist 0. Die obere ist die, um die ich den Flusswert noch erhöhen könnte, um an der Kapazität anzukommen. Also das ist CIJ minus XIJ. Und die Kapazität für eine Rückwärtskante ist eben das, wie ich das auf dieser Kante den Fluss noch reduzieren könnte. Wenn die Bedingung hier in 1,5 nicht erfüllt ist, wenn ich also von S nach T im Schichtgraph keinen Weg mehr finde, dann breche ich ab, dann ist der Fluss maximal. Wenn ich noch so einen Weg gefunden habe, gehe ich zum zweiten Schritt und finde im Schichtgraph einen zulässigen Fluss, der in jedem Weg von S nach T eine Kante sättigt. Das heißt, für jeden Weg in V, EF, in diesem Schichtgraph, muss eine Kante existieren, wo XIJ quer gleich CIJ quer ist, die obere Kapazität also erreicht wird. Und um diesen Fluss F quer erhöhe ich meinen Fluss. Und dann beginnt die nächste Phase oder nächste Iteration. Wir gucken uns das am Beispiel an. Hier ist ein Netzwerk mit Kapazitäten und einem gegebenen zulässigen Fluss. Wir haben vier Knoten, wir haben die Quelle bei 1, wir haben die Senke bei 4. Wir haben Kapazitäten, hier schwarz in den runden Klammern, untere Kapazität und obere Kapazität. Hier zum Beispiel für die erste Kante oder die Kante von 1 nach 2, untere Kapazität 1, obere 3. Und hier den Flusswert, der für den Ausgangsfluss gegeben ist. Und wir sehen hier, diese Werte liegen immer zwischen, die Flusswerte, die blauen, liegen immer zwischen oberer und unterer Kapazität. Das heißt, der gegebene Fluss ist zulässig. Die Aufgabe besteht nun darin, den Hilfsgraphen, den Schichtgraphen zu konstruieren, also erster Teilschritt 1.1, alle nützlichen Kanten zu bestimmen. Das heißt, die Kanten, die vier Knoten einzuzeichnen und jetzt Kanten einzuzeichnen, die nützlich sind in dem Sinn, ich zeichne Kante IJ ein, wenn dort die Kapazität noch nicht an der oberen Grenze ist und ich zeichne eine Kante von J nach I ein, wenn die untere Kapazität von IJ noch nicht erreicht ist. Also wenn ich das als Rückwärtskante benutzen könnte und dort den Fluss reduzieren könnte. So, und jetzt machen wir das mal so wie in der letzten Vorlesung. Also mal angucken hier, bitte das Band mal stoppen, einen Zettel nehmen und einen Graph zeichnen mit diesen vier Knoten und die nützlichen Kanten einzeichnen. Also es lohnt sich, das mal zu machen. Der Algorithmus ist ein bisschen technisch, deswegen ist es gut, gleich mitzudenken und das zu machen und sich nicht nur berieseln zu lassen. Okay, hier ist das Ergebnis und ich hoffe, Sie haben das Band mal gestoppt und es auch mal ausgerechnet. Dieser Schritt ist relativ einfach. Wir haben hier die vier Knoten. Ja, hier sieht man bei der ersten Kante hier von 1 nach 2, die nehme ich mal als erste Kante, da sind obere und untere Kapazität nicht erreicht, weil mit 2 liege ich genau dazwischen. Das heißt, da kann ich eine Vorwärtskante und hier die Kante auch zurück einzeichnen. Beide sind nützlich. Das gilt für alle anderen Verbindungen, bis auf für diese hier unten, weil hier nämlich die untere Kapazität erreicht ist, die obere nicht. Das heißt, hier wird nur eine Kante von 3 nach 4 eingezeichnet. Wenn man jetzt mal hier diese mittleren Kanten hier von 2 nach 3 bzw. 3 nach 4 anguckt, dann sieht man, da sind beides mal die unteren Kapazitäten erreicht. Das heißt, ich bekomme in beiden Fällen nur genau die Kante, die so zeigt, wie dieser Pfeil ist. Das habe ich also auch diese beiden nützlichen Kanten. Okay, das ist der Graph der nützlichen Kanten, das Endergebnis von Schritt 1.1. Der zweite Teilschritt 1.2 ist, in diesem Graphen die Entfernung zu bestimmen. Das heißt, die Anzahl der Kanten im kürzesten Weg von S zu J. Und zwar für alle Knoten. Auch hier wieder Band mal stoppen, nochmal durchlesen und mal die Zahlen UJ aufschreiben. Das heißt, es gibt U1, U2, U3, U4. Also Band mal stoppen. Die kleine Rechnung machen und gleich geht's weiter.
ist das Ergebnis oder die Ergebnisse. Lasse J durchlaufen von 1 bis 4. S ist gleich 1, das heißt U1 kann ich mit 0 nützlichen Kanten erreichen, weil das ist die Quelle selber. U2 und U3 kann ich jeweils mit einer nützlichen Kante erreichen. U4 kann ich mit zwei nützlichen Kanten erreichen. Das ist der kürzeste Weg. Hier gibt es zwei kürzeste Wege, oben rum oder unten rum. Der Weg hier über die Mitte ist länger. Und wir betrachten nur die Entfernung, und Entfernung ist der kürzeste Abstand gemessen an der Anzahl der Kanten. Hier geht es nur um die Anzahl der Kanten. Hier geht es nicht um Flusswerte, die tauchen in diesem Graphen nicht auf. Schritt ist, die Schichten zu bestimmen. Hier unten ist nochmal die Definition in Schritt 1.3. Bestimme die Schichten VL, also alle die Knoten, wo diese berechneten Entfernungen den gleichen Wert haben. Auch das ist einfach, und auch hier nochmal selber machen, mitdenken, dann wird das Ganze viel klarer. Also nochmal stoppen. Und weiter geht's, das ist nicht schwer. Ganz rechts sind die drei Schichten eingezeichnet. Ja, Entfernung 0 ist in dem Knoten 1, das ist die Schicht V0. Entfernung 1 zur Quelle ist in den Knoten 2 und 3, das ist die Schicht V1. Und Entfernung 2 ist der Knoten 4. Das war Schritt 1.3. Wir haben die Schichten bestimmt aus dem Graph der nützlichen Kanten und aus den berechneten Entfernungen. So, da haben wir also unser Ergebnis. Links der ursprüngliche Graph. Wir haben ja bisher noch gar nichts am Fluss geändert. Hier sind diese drei Schichten. Und jetzt wird der Schichtgraph gebildet. Das heißt, jetzt werden in Schritt 1.4 alle nützlichen Kanten zwischen aufeinanderfolgenden Schichten eingezeichnet. Also, es wird ein Graph gezeichnet. Der hat wieder die gleichen Knoten. Und jetzt werden alle nützlichen Kanten gezeichnet, die von V0 zu V1 gehen und die, die von V1 zu V2 gehen. Also auch das mal wieder selber machen, vier Knoten zeichnen und den Graph der nützlichen, nee, jetzt den Schichtgraphen zeichnen. Wir haben eigentlich zwei Hilfsgraphen in diesem Algorithmus. Erst den Graph der nützlichen Kanten, den wir hier in der Mitte sehen, und jetzt kommt der Schichtgraph. Also nochmal stoppen und malen. Da ist er, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Da sind die vier Knoten. Ja, und es gibt zwei nützliche Kanten von V0 zu V1. Das sind diese hier. Und es gibt auch zwei nützliche Kanten von V1 zu V2. Das ist der Schichtgraph. So, 1,5. Im Algorithmus ist die Frage, ist im Schichtgraph T von S erreichbar? Und wir sehen, es ist erreichbar. Das sehen wir sofort. Können Haken machen und wir setzen die Kapazitäten im Schichtgraph. Also auch das, kleine Aufgabe, an den Schichtgraph die Kapazitäten mal dran malen. Unten ist die Formel angegeben. Unteren Kapazitäten sind immer 0. Obere Kapazität entsprechend. Es ist hilfreich, eben nützlich, hier diesen Graphen daneben zu haben, weil da sind ja die Kapazitäten drin und da stehen die aktuellen Flusswerte oder Kantenbewertungen, die eben jetzt hier unten in der Definition gebraucht werden. Das ist das Ergebnis. So, mal gucken, was habe ich da gemacht? Die untere Kapazität ist jeweils 0, das steht hier im Schichtgraph, also hier immer 0. Ich habe die trotzdem mal mit reingeschrieben. Die obere Kapazität hier für diese nützliche Kante, da kann ich noch um einen den Fluss erhöhen. Ich kann hier von 2 auf 3 gehen, deswegen wird hier die obere Kapazität 1 eingetragen. Hier unten kann ich von 1 auf 4 erhöhen, das heißt, die obere Kapazität im Schichtgraph ist 3. Entsprechend hier von 1 auf 3, von 2 auf 4 kann ich erhöhen, jeweils 2 obere Kapazität. Das sind die Kapazitäten rechts
im Schichtgraph in dieser ersten Iteration. Da ist er nochmal. In diesem Schichtgraph finden wir jetzt einen zulässigen Fluss, der in jedem Weg von S nach T eine Kante sättigt. Was heißt zulässiger Fluss? Er muss sich an die Kapazitäten halten, an die oberen und die unteren. Und er muss natürlich die Flussbedingung erfüllen. Das heißt, was in zwei reingeht, muss auch aus zwei wieder rausgehen und in drei entsprechend. Ja, wie könnte so ein zulässiger Fluss aussehen, der in jedem ST-Weg eine Kante sättigt? Ja, wie viele ST-Wege haben wir? Wir haben zwei ST-Wege. Eine Kante soll gesättigt sein und er muss zulässig sein. Also auch hier überlegen, wie kann so ein Fluss aussehen? Da haben wir ihn. Also, es gibt mehrere Fragen. Ist er zulässig? Ja, weil er die Kapazitäten einhält, oben und unten. Er hält hier die Flussbedingungen ein und hier unten auch. Also ich kann hier um 1 erhöhen, weil ich dann an der oberen Grenze bin. Hier kann ich auch nur, dann auch nur um 1 erhöhen, obwohl ich hier ja von der Kapazität auf 2 gehen könnte, wäre aber die Flussbedingung hier oben nicht erfüllt. Hier unten gilt das Gleiche. Hier könnte ich es theoretisch auf 3 erhöhen. Ja, und eine Kante sättigen heißt eben in jedem Fluss mindestens, also ich nehme das Maximum eben, was möglich ist. Deswegen ja hier die 1 und hier unten aber auch die 2. Der Fluss hier unten 1,1 wäre ja auch zulässig, er würde aber nicht eine Kante sättigen. Okay, die Bedingung habe ich erfüllt. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Hier sind nochmal die Ergebnisse. Das war der Schichtgraph mit den Kapazitäten. Das ist der Fluss, den ich jetzt bestimmt habe in Schritt 2, der in jedem ST-Weg eine Kante sättigt und zulässig ist. Und jetzt erhöhe ich den Fluss F um F quer. Wir haben hier nur Vorwärtskanten, also mit der ersten Formel, hier mit der ersten Zeile. Einfach drauf addieren. Ja, jetzt muss man nochmal zurückblättern auf den ursprünglichen Ausgangsfluss und die entsprechenden Zahlen hinzuaddieren. Das ist aber auch nicht so schwer. Also, wer es selber machen will, rechnet es nochmal aus und stoppt hier ein bisschen. Und da ist das Ergebnis. Die erste Iteration ist beendet. Ach so, hier hätte ich ja vielleicht mal meinen Ausgangsgraph hinmalen können. Den brauche ich eigentlich nicht mehr. Und das ist das Ergebnis. Wir haben hier um 1 erhöht und hier haben wir um 2 erhöht. Da gehe ich mal eben zurück zu meinem Ausgangsgraphen. Ja, die brauchte man jetzt eigentlich nebeneinander. Gut, die erste Iteration ist um. Wir haben hier ein zulässigen Fluss, das ist der Beginn der zweiten Iteration, der zweiten Phase. Und jetzt geht das Ganze gleich wieder von vorne los. So, auch hier können Sie natürlich immer wieder stoppen. Ich gehe jetzt da so ein bisschen schneller durch. Wir konstruieren den Schichtgraphen. Wir bestimmen alle nützlichen Kanten, da wo also die Kapazitäten noch nicht erreicht sind. Da ist er. Mal gucken, stimmt das? Hier ist die Vorwärtskapazität, also die obere Kapazität erreicht. Das heißt, hier gibt es keine Vorwärtskante. Die untere ist nicht erreicht. Das heißt, hier kann ich diese umgekehrte Kante zeichnen. Hier bin ich bei 3. Da ist weder obere noch untere erreicht. Das heißt, beide Kanten. Hier ist die obere erreicht. Hier könnte ich nur die Rückwärtskante benutzen. Hier oben habe ich beide. Und hier hat sich nichts verändert. Das heißt, hier bleibt das so, wie es vorher war. So, in diesem mittleren Graphen, das ist der Graph der nützlichen Kanten, bestimme ich wieder die Entfernungen. Also auch hier wieder die Gelegenheit, stoppen und mal selber die Entfernungen ausrechnen. Da sind sie. Ja, bei der Quelle ist klar, brauche ich überhaupt keinen Schritt. Den zweiten Knoten, den kann ich jetzt aber nicht mehr mit einem Schritt erreichen, sondern da brauche ich 2. Den dritten Knoten kann ich mit einem erreichen und den vierten Knoten kann ich nur mit 3 erreichen. Da ist hier ein Fehler. Jetzt bestimme ich die Schichten. Das ist hier nämlich auch in meinem Bild, ist es richtig.
Ne, nochmal zu, ne, hier müsste eine 3 stehen. Weil hier brauche ich, um zu 4 zu kommen, brauche ich 3 Kanten. Deswegen hier muss eine 3 hin. Aber hier ist es richtig. Hier habe ich es auch nochmal hingeschrieben. U4 ist gleich 3. U0 ist 1. U2 ist 2. Um an den zweiten Knoten zu kommen, brauche ich von der Quelle 2 Kanten. Um zum dritten zu kommen, brauche ich nur eine. Um zum vierten zu kommen, brauche ich 3. Das heißt, die Schichten ergeben sich wie hier. Ich habe, genau, einmal 0, 1, 2, 3. Ich habe 4 Schichten, die jeweils nur aus einem Knoten bestehen. Die sind hier unten als Menge angegeben, als Knotenmenge mit in diesem Fall jeweils einem Element. Da sind sie. Jetzt konstruiere ich den Schichtgraphen. Ich betrachte also in Schritt 1, 4 die nützlichen Kanten zwischen zwei aufeinanderfolgenden Schichten. Auch hier wieder die Gelegenheit, Band stoppen, mal selber machen. Ist das richtig? Naja, von diesen beiden aufeinanderfolgenden Schichten, V0 zu V1, gibt es hier eine nützliche Kante. Von V1 zu V2 gibt es hier eine nützliche Kante. Und von V2 zu V3 gibt es da eine nützliche Kante. Ganz rechts sehen wir den Schichtgraphen. Jetzt setzen wir die Kapazitäten. Das sieht so aus, denn wie kommt das zustande? Untere Kapazität ist immer 0. Obere Kapazität ist das, was ich hier noch hinzufügen kann. Hier kann ich eine 1 hinzufügen, ergibt diese 1. Hier betrachte ich jetzt diese Kante erstmals, da kann ich noch 4 hinzufügen. Und hier kann ich nur einen hinzufügen. Also jetzt sieht man ganz gut, glaube ich, wie diese mittleren Kanten, die noch gar nicht benutzt werden, benutzt wurden bisher, weil sie den Weg länger machen, jetzt zum Tragen kommen, weil ich hier diese Kante eben nicht mehr benutzen kann und diese hier auch nicht. Also, ich glaube, man kann hier so ein gewisses Gefühl schon kriegen, warum das funktioniert. Und da lohnt es sich auch, das Beispiel vielleicht nochmal anzugucken. So, da haben wir also den Schichtgraphen. Wie geht es weiter? Wir finden in dem Schichtgraphen, der ist in der Mitte, einen zulässigen Fluss, der in jedem Weg von S nach T eine Kante sättigt. Wir haben nur einen Weg von S nach T. Ja, einen zulässigen Fluss, der eine Kante sättigt, das ist aber auch relativ einfach. Wie sieht er aus? Mal kurz überlegen. Da ist er. Wir können, weil wir hier Kapazitäten obere nur von 1 haben, nützt uns die 4 hier nichts. Wir können jeweils nur eine 1 hinzufügen. Das tun wir und erhöhen den Fluss. Und diesmal habe ich ja meine Bilder richtig zusammengesammelt. Wir erhöhen den Fluss auf diesen drei Kanten um jeweils 1. Da kommen wir hier auf 4, hier kommen wir auf 2 und hier kommen wir auf 3. Und das ist der Fluss, den wir rechts haben. Wir haben hier oben schon eine Kante gesättigt, wir haben hier schon eine Kante gesättigt, hier können wir noch was hinzufügen. Diese beiden Kanten sind gesättigt. Das ist Ende der zweiten Phase oder zweiten Iteration. Die dritte Iteration beginnt jetzt mit diesem Endergebnis. Und jetzt, ja, bestimmen wir die nützlichen Kanten. Also auch das kann man wieder als Übung benutzen. Da sind sie. Wir haben jetzt nützliche Kanten, ja, ganz viele, die in die falsche Richtung zeigen. Hier könnten wir den Fluss verringern, hier auch. Das nützt uns aber gleich nichts. Hier können wir den Fluss dieser Kante hier erhöhen. Hier können wir ihn erhöhen oder verringern. Das heißt, wir bekommen diese beiden Kanten. Das ist also der Graph der nützlichen Kanten. Jetzt bestimmen wir die Entfernungen. Jetzt ist aber nur Knoten, ja, 1 von sich selbst erreichbar, weil die anderen Knoten sind nicht mehr erreichbar. Uns fehlen hier die entsprechenden Vorwärtskanten. Das bedeutet, wenn wir die Schichten bestimmen, wir haben nur eine einzige nicht leere Schicht. Das führt dazu, dass unser Schichtgraph so aussieht. Das heißt, er hat überhaupt keine Kanten mehr. Und damit ist die Konsequenz, dass die Senke von der Quelle nicht erreichbar ist und der Algorithmus bricht ab.
Das waren also drei Iterationen. Im Wesentlichen waren es eigentlich nur zwei Iterationen, weil die dritte führt nicht mehr weiter. Aber das haben wir vorhin eigentlich schon am Ende der zweiten Iteration gesehen. Hier kann ich nicht mehr, ich finde auch keinen flusserhöhenden Weg mehr, wenn ich das mal so betrachte. Von 1 geht schon das Maximum aus und diese Rückwärtskante hier in der Mitte, die nützt mir nichts. Und hier wird auch schon das Maximum benutzt. Und damit ist das der maximale Fluss. Der maximale Flusswert ist 7, was hier raus und dort reinfließt. Okay, es gibt bei dem Algorithmus noch ein Detail, was wir in der nächsten Vorlesung besprechen werden. Das ist nämlich, wie finde ich, gehen wir mal zur zweiten Iteration, wo wir wirklich noch was gemacht haben, wie finde ich in Schritt 2 einen zulässigen Fluss, der in jedem ST-Weg eine Kante sättigt? Bei so einem Minigraphen ist das einfach. Da habe ich drauf geguckt, habe ich es gesehen. Die Frage ist, wie ich das algorithmisch umsetze. Das ist selber nochmal ein Teilalgorithmus und den besprechen wir in der nächsten Vorlesung. Gehen wir mal erstmal davon aus, wir könnten das machen oder wir wüssten, wie es ist oder das wird uns geschenkt. Bei so einem einfachen Graphen findet man das ja leicht. Das heißt, uns fehlt eigentlich noch ein bisschen was von dem Algorithmus, wie wir das hier, diesen Schritt 2, verallgemeinern, wenn der Schichtgraph, hier haben wir den Schichtgraphen, oder hier, wenn der viel komplexer aussieht. Hier war das ja, in diesem Schritt war es ja sehr einfach. Hier gab es nur einen Weg. Und auch in der ersten Iteration war das relativ einfach. Da war ja, wo war der Schichtgraph? Hier ist der Schichtgraph. Auch der ist noch so einfach. Da gibt es nur zwei Wege. Da kann ich leicht abzählen oder mir ausrechnen, wie ich das machen muss, ist also leicht zu finden. Bei einem komplexeren Graph ist es eben nicht mehr so einfach und da muss man algorithmisch rangehen. Aber das war erstmal jetzt dieses Beispiel, um das Grundkonzept des Algorithmuses zu verstehen. Und sondern nur Knoten und wir brechen ab. Hier sind jetzt also die Details, wie Schritt 2 effizient gemacht wird. Die Aufgabe in Schritt 2 vom Algorithmus von Dinitz ist, im Schichtgraph einen zulässigen Fluss finden, der in jedem ST-Weg eine Kante sättigt. Im Schichtgraph haben wir untere Kapazitäten 0, wir haben also nur obere Kapazitäten, die hießen CIJ quer. Wir berechnen für jeden Knoten im Schichtgraph das, was in den Knoten reingehen kann insgesamt und was rausgehen kann. Das heißt, wir berechnen immer die Differenz zwischen CIJ quer und XIJ. Und zwar im Inpotential eben das auf den Kanten von I nach J, also das, was in den Knoten reingehen kann. Das Outpotential, da benutzen wir die Indexordnung JI, was aus dem Knoten rausgehen kann, also die Differenz CJI minus XIJ. Das ist das Potential, was in einen Knoten reingehen kann, bis die Kapazität im Schichtgraph erreicht ist, beziehungsweise das, was rausgehen kann. Wir bilden dann das Minimum aus diesen beiden Potentialen und das nennen wir das Potential P. Das ist also das, was wir noch zusätzlich durch den Knoten durchschicken können im Schichtgraph. Wir wählen dann den Knoten mit dem kleinsten Potential aus und schicken einen Fluss der Stärke PJ von S durch diesen Knoten J und dann nach T. Und dabei ist es am sinnvollsten, von J aus anzufangen und sozusagen rückwärts nach S zu gehen und dann eben vorwärts nach T. Und dabei versucht man immer Kanten zu sättigen, wenn man also mehrere Wege zur Auswahl hat. Wird die Kante gewählt, wo eine Kante gesättigt wird. Die Potentiale werden dabei abgedatet nach der Formel aus diesem Schritt. Jetzt kann es sein, oder es wird so sein, dass Potential von Knoten 0 wird, weil das ja genau so gewählt wurde hier, wenn man Kanten sättigt. Dann wird dieser Knoten beziehungsweise die ein- und ausgehenden Kanten werden entfernt aus dem Schichtgraph. In unserer Definition des Schichtgraphs ist die Knotenmenge die gleiche und die Kantenmenge ändert sich. Aber man kann auch den Knoten dann, der ist dann isoliert, den braucht man nicht mehr.
Das macht man so lange, wie noch ein Weg von S nach T im Schichtgraph existiert. So lange geht man also hier oben hin mit der abgedateten Formel der Potenziale. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, bricht dieser Algorithmus ab, dieser Teilalgorithmus für Schritt 2, und man berechnet den Gesamtfluss als Summe aller der so konstruierten Flüsse. Im Beispiel, ein etwas komplexeres Beispiel, das ist ein Schichtgraph oder sei ein Schichtgraph, und wir haben hier die schwarzen Zahlen, die oberen Kapazitäten im Schichtgraph. Dann kann ich eine Tabelle der Potenziale anlegen. Die Definition hier unendlich war die Definition für Quelle und Senke der In- und Out-Potenziale hier. Das heißt, die gehen in die Berechnung der Minima nicht ein. Das Out-Potenzial der Quelle ist 7, weil, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe einen Fluss 0 im ersten Schritt, dann kann ich hier noch 7 durchschicken, bevor die, oder losgehen schicken von S, bevor hier die Kapazität erreicht ist. Bei Knoten 2 können 3 reingehen und 2 können rausgehen. Das führt zu einem In-Potenzial von 3, einem Out-Potenzial von 2 und einem Gesamtpotenzial von 2 als Minimum. Bei der Quelle ist das Minimum 7, wenn ich hier 7 mit unendlich vergleiche. So mache ich das mit allen weiteren Knoten. Also mal hier nachrechnen, Band mal kurz stoppen, aus dem Graphen ablesen. Und ich bestimme den Knoten mit dem kleinsten Potenzial, das ist die 6 hier, weil da habe ich das Out-Potenzial 1. Das heißt, das Minimum wird hier 1. Das hier unten gucke ich, wo ist das Minimum? Knoten 6. Jetzt schicke ich mit dieser Stärke des Potenzial 1 einen Fluss von S nach T durch den Knoten J gleich 6 durch. Damit wird diese Kante gesättigt. Hier hinten werden die Kanten nicht gesättigt und die habe ich auch keine, also hier vorne besser gesagt, von der Quelle ausgehend, hier habe ich auch keine Wahl, das heißt, ich muss es hier durchschicken. Wenn ich hier noch mehrere zur Wahl hätte, mehrere Wege, dann würde ich hier versuchen, auch noch Kanten zu sättigen. Diese Kante ist gesättigt, das heißt, das Out-Potenzial von Knoten 6 ist jetzt 0 und damit wird nach der Regel hier 2, 3, werden alle Kanten, die zum Knoten 6 führen oder davon weggehen, die werden entfernt, weil da kann ich jetzt nichts mehr, keinen weiteren Fluss mehr durchschicken, weil hier die obere Kapazität schon erreicht ist. Damit kann ich den Knoten praktisch auch vergessen im Schichtgraph. Den habe ich jetzt auch gleich hier nicht mehr eingezeichnet. Die Potenziale sehen jetzt so aus, jetzt hat sich auch das Potenzial hier verändert von S, weil hier kann ich jetzt nur noch 3 durchschicken, weil die entsprechenden Kapazitäten im Schichtgraph sich auch verändert haben. Das bedeutet, dass auch, also zusätzlich noch, dass sich das bei Knoten 3 auch verändert hat. Das heißt, die Tabelle wird abgedatet. Hier oben hat sich nicht so viel verändert bei Knoten 4. Und da ist das Minimum. Also hier Tabelle aufstellen, Minimum berechnen. Das ist der Knoten mit dem kleinsten Potenzial. Und durch diesen Knoten, also von S nach T, schicke ich jetzt durch diesen Knoten einen Fluss der Stärke 2. Hier hinten wird die Kante gesättigt. Hier muss ich diesen Fluss aufteilen, hier eine 1 drüber schicken und ich sättige diese Kante und hier auch eine 1 und ich sättige diese Kanten. Diese Kanten fallen jetzt alle weg, weil das Potenzial hier, hier sind beide Potenziale jetzt 0, weil hier ist das oben, das eingehende Potenzial wird 0 und das ausgehende wird 0. Dieser Knoten wird jetzt rausgenommen und die Kanten werden rausgenommen. Das heißt, der Schichtgraph vereinfacht sich zu diesem hier. Update der Potenziale. Und auch hier kann ich wieder leicht sehen, durch Minimumbildung, hier Knoten 2 ist jetzt das Minimum mit Potenzial 1. Das heißt, da schicke ich einen Fluss nur von S nach T der Stärke 1. Damit ist hier eine Kante ist gesättigt. Und hier diese Kanten entfallen jetzt. Und der nächste reduzierte Schichtgraph sieht so aus.
Das Minimum ist jetzt bei allen gleich nach dem Update. Und ich wähle hier jetzt mal den. Ja, da sind jetzt alle Kanten gesättigt. Und damit lösche ich die. Und das ist das Ende dieses Algorithmus, dieses Teilschrittes. Jetzt muss ich alle diese Flüsse, die ich habe, zusammen addieren. Und das waren diese vier Stück, die roten Zahlen. Die addiere ich jetzt auf und erhalte diesen Fluss. Der sättigt in jedem SD-Weg eine Kante. Kante steht hier hinten. Hier ein ST-Weg, hier wird eine Kante gesättigt, da wird eine Kante gesättigt. Hier habe ich einen ST-Weg, da werden diese beiden Kanten gesättigt. Hier habe ich einen ST-Weg, ja und so weiter. Jeden ST-Weg sättigt eine Kante, kann man überprüfen. Kommen wir mal zum Ende, zum Aufwand. Ist jetzt nicht so viel Inhalt eigentlich und es gibt auch immer nur Beweisideen. Aber die Aussage ist natürlich wichtig. Ein wichtiges Hilfsmittel ist dieses Lemma, die Länge des ST-Weges im Schichtgraphen. Also genau das, was in dem Detail in Schritt 2 noch drin steckt. Diese Länge wächst in jeder Phase, außer der letzten, mindestens um eine. Also gibt es maximal so viele Phasen, wie viel Anzahl an Knoten wir haben. Denn im ungünstigsten Fall würden wir alle Knoten durchlaufen. In der letzten Schicht. Das liegt daran, dass in jedem Weg eine Kante gesättigt wird. Das ist ja die Idee, die so einen Weg zu finden. Und im nächsten Schritt fehlt diese Kante als nützliche Kante. Rückwärtskanten können hinzukommen, aber auf jeden Fall kann es sein, dass wir maximal so viele Phasen haben, wie wir Knoten haben. Dass also der Schichtgraph am Ende genau jeden Knoten einmal verbindet, also durch alle Knoten einmal durchläuft. Aber mehr kann es nicht sein. Das heißt, die maximale Anzahl der Phasen oder der Iteration ist durch die Anzahl der Knoten gegeben. Wie gesagt, das ist eine Beweisidee, die kommt aber der exakten Formulierung schon relativ nahe. Deswegen ist der Beweis hier oder die Beweisideen für den Dienisch eigentlich einfacher als die Beweisideen oder die Beweise für die anderen Algorithmen. Und hier ist der Satz, der jetzt eine Aussage macht. Der Algorithmus von Dienisch hat eine Laufzeit, die proportional ist. Quadrat der Menge der Knoten und linear Anzahl der Kanten. Und das ist genau umgekehrt wie der von Edmund Karp. Und da ist eben wichtig, wir haben mehr Kanten als Knoten normalerweise. Auch hier die Beweisidee, wie der Aufwand ist. Ja, die Potenziale zu bestimmen, das ist etwas, was wir im nächsten Schritt noch machen. Das ist ein Teilschritt des zweiten, dieses Details. Da kommen wir noch drauf, was das genau bedeutet. Da kommt der Aufwand Anzahl der Kanten hin und der Schritt 2 braucht insgesamt Anzahl der Knoten und Anzahl der Kanten. Und das Lemma, was wir gerade hatten, das gibt die zweite Potenz hier von V, weil das hatten wir gerade, das maximal wird der Schichtgraph V mal aufgebaut. Das heißt, der wesentliche Schritt des Beweises, das gucken wir uns auch nächstes Mal dann nochmal an, wie der Schritt 2 eben im Detail aussieht. Der Schritt 2, der jetzt bei mir gerade in diesem Beispiel so trivial erschien, weil man sofort gesehen hat, macht eben diese Komplexität, eine Potenz von V und eine von E aus. Und das heißt, da steckt der wesentliche Aufwand. Deswegen habe ich das jetzt hier so ein bisschen outgesourced aus der heutigen Vorlesung. Das braucht man dafür. Kommen wir nächstes Mal nochmal drauf zurück. Wesentlich jetzt erstmal bei dieser Vorlesung ist, ja, man kann das sich noch so ein bisschen angucken, indem man von dicht oder dünn besetzten Graphen spricht. Ein dünn besetzter Graph wäre eben so etwas, wo eigentlich wenig Kanten da sind und ein dicht besetzter wäre, wo viele Kanten da sind. Und in dicht besetzten Graphen sieht man dann eben, dass Edmund Karp auf V hoch 5 kommt, während der Dienitsch nur auf V hoch 4 kommt, weil man davon ausgeht, dann in einem sogenannten dicht besetzten Graphen, dass die Menge der Kanten quadratisch
zur Menge der Knoten ist. Bei dünn besetzten würde man davon ausgehen, dass diese beiden Mächtigkeiten ungefähr gleich sind. Und dann sieht man hier oben, dass es dann eben egal ist, wo das Quadrat steht. Das wäre ein dünn besetzter Graph. Aber die interessanten Fälle sind eben die dicht besetzten, wo die Menge der Kanten das Quadrat ausmacht, der Menge der Knoten. Und dann komme ich hier eben auf v hoch 4, während ich hier auf v hoch 5 komme. Stimmt das? Genau, weil ich hier vorne ein v hoch 4 dann erhalte, mal diese eine Potenz. Deswegen ist man also mit dem Algorithmus von Dinitz